Und? Kommen wir zum nächsten Experiment. Ja, zum nächsten Experiment. Ich habe dir nämlich, weil ich weiß, dass du Stauder nicht gerne magst, habe ich dir Veltins mitgebracht als alten Schalker. Und zwar in Dosenform. Okay. Und du kannst dir im Grunde eine Dose aussuchen von den beiden. Aber? So. Das ist natürlich der Moment, wo die Leute vom Sendezentrum jetzt auch etwas unruhig werden. So. Ich weiß gar nicht, welche ich mir wünschen soll. Das Schöne ist, ich weiß auch nicht mehr, welche die geschüttelt ist. Das ist der Moment, also ich erzähle mal die Geschichte. Ich wünsche mir das einmal, dass ich irgendwann mal im Flugzeug sitze und die Durchsage kommt, ist ein Physiker anwesend, so wie sonst nach dem Arzt gerufen wird. Und das ist der Moment, näher kann ich Zeit. Okay, als Physiker hat man für dieses Problem eines schlechten Mitmenschen eine Lösung. Man schlägt das mit Wissen. Richtig? So. Und zwar, man möchte jetzt im Grunde wissen, welches ist die geschüttelte Dose, damit das hier nicht passiert. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich das gestartet bekomme. Das läuft mal so nebenbei. Damit das halt nicht passiert. Wenn man das kennt ihr alle, wenn man die geschüttelte Dose jetzt einfach aufmacht, wird man eine Riesensauerei veranstalten. Das möchte man nach Möglichkeit vermeiden. Man muss aber irgendwie rauskriegen, welche davon die geschüttelte ist. Schüttel nochmal, damit wir sicher gehen. Ich weiß nicht mehr, welche die geschüttelte war. Okay, so, dann. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar nimmt man sich einen Tisch, der in der Nähe steht, legt beide Dosen drauf. Und ich heb den jetzt mal vorsichtig. Ich versuche den vorsichtig anzuheben. Nikolas wird versuchen, diese Dosen aufzufangen. Und mal gucken, ob wir einen Unterschied beobachten können. Okay, diese Dose war deutlich schneller, diese Dose war deutlich langsamer. Ja. Dann was sagt ihr das? Möchtest du die langsame Dose oder möchtest du die schnelle? Wir machen dieses Experiment alle halbe Jahr und ich vergesse immer, welche ich aufmachen muss. Du hast jetzt die langsame, ne? Das ist die langsame. Ja, ist gut. Die langsame. Und durch das Rollen sind jetzt beide geschüttelt. Ja, das hält sich aber noch in Grenzen. Das war die schnelle. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, weil das ist ja auch schon mal schief gegangen. Ne? Du musst jetzt mutig sein. Das bin ich. Verdammt. So. Studiert Physik! Trinkst du erstmal die? Dann ja, du trinkst ich hätte jetzt zwei, ich hätte die sonst noch aufgemacht. Vielleicht besser nicht. Warum nicht? Doch. Das geht. Mir wurde mal gesagt, das geht nicht. Aber das geht. Kannst du noch eben erklären, warum die... Ja, das wollte ich ja machen. Achso, okay, ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Warum ist die Dose jetzt langsamer als die andere? Das hat folgenden Grund. Während die Dose zu ist und nicht geschüttelt ist, befindet sich das CO2 da drin in Lösung, in Bier und in dem kleinen Behälter, also in dem kleinen Hohlraum da drüber. Wenn wir die jetzt schütteln, bringen wir dieses Gleichgewicht ein bisschen durcheinander und lösen mehr CO2 in der Flüssigkeit und es wird ausperlen und zwar in kleinen Bläschen am Rand. Wenn wir jetzt die Dose aufmachen, die geschüttelte, dann wird der Druck da drin spontan abfallen. Das CO2 wird ausperlen, das an diesen Nukleationsstellen, also an Unreinheiten am Rand sitzt, nach oben schießen und das ganze Bier mitnehmen und eine Riesensauerei veranstalten. Viele von euch wissen wahrscheinlich, wie man dem Ganzen entgegengeht, und zwar richtig. Das bringt gar nichts. Überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Und wenn ich hinzufügen möchte, das haben wir empirisch ermittelt. Also ja. Wir haben Messreihen gemacht. Die Bläschen sitzen ja, wie wir wissen oder wie wir gerade gelernt haben, am Rand. Also nicht oben oder so, sondern am Rand. Das heißt, wenn irgendetwas überhaupt was bringt, dann ist es Folgendes. Und zwar da an der Seite gegen zu schnipsen, weil sich damit die Bläschen, die sich an der Seite festgesetzt haben, wieder lösen. Dabei dreht man die Dose ein bisschen, dass man alles halt erwischt und mit etwas Glück kann man danach die Dose aufmachen und es wird nicht mehr überschäumen. Als ich das letzte Mal erzählt habe, sagte mir jemand aus dem Publikum, das funktioniert nicht. Er hatte recht. Aber das war auch ein Weizen. Ja, das war ein Weizen. Das war so, wer ist denn dafür, dass ich das hier probieren sollte? Ja, das dachte ich mir. Ja, die Hand vom Ralf bleibt unten, ne? Der Chef vom Sendezentrum. Ne? Aber ich gehe mal hier so mittig hin. Claudia sagt auch gerade, du sollst ein bisschen noch weg von der Technik gehen. Das ist gut, okay. Jetzt, so. Ihr misstraut der Physik. Ich auch. Das funktioniert nicht. Na.
Gut. Da, also dafür, dass sie geschüttelt war, ja. Sonst war das halt okay. Ist okay. Mit Cola funktioniert das großartig, aber... Also nur damit ihr seht, welche enorme wissenschaftliche Relevanz wir euch hier gerade präsentieren, dazu gibt es Paper. Ne? Ja, also, ernsthaft, ernsthaft. Da haben sich Leute wirklich hingesetzt und haben dazu was aufgeschrieben und das wurde publiziert. Weil das spielt halt immer eine Rolle, sobald Flüssigkeiten, die irgendwie mit einem Gas angereichert sind, transportiert werden sollen, weil die einen, ach so, der Grund, warum das langsamer rollt, das habe ich gar nicht erklärt, ne? Nee, oder? Ich dachte, du erklärst. Ach so, ja. Der Grund ist ja, ich habe ja gerade gesagt, es sammeln sich diese Bläschen am Rand und der Reibungskoeffizient zwischen Wand, Bläschen und Flüssigkeit ist ein anderer als zwischen Wand und Direktflüssigkeit. Das heißt, die geschüttelte Dose bringt mehr Masse in Bewegung, während sie rollt. Also mehr Masse, die sich dreht. Das heißt, die Dose hat ein anderes Trägheitsmoment und rollt dadurch langsamer. So.